Und wir fangen jetzt mit einem ganz neuen Kapitel an, nämlich mit der Automatentheorie. Nachdem wir uns also jetzt relativ lange beschäftigt haben mit Komplexitätstheorie und verwandten Themen und auch mit Entscheidbarkeit, kommt jetzt die Automatentheorie. Das ist auch ein wichtiger Teil der theoretischen Informatik. Wie der Name schon sagt, beschäftigt man sich mit Automaten. Und Automaten sind im allerweitesten Sinne ja, Modelle für Computer. Wobei die meisten Automaten, mit denen wir uns hier auseinandersetzen werden und mit denen sich auch die theoretische Informatik im Allgemeinen auseinandersetzt, sehr, sehr einfache Geräte sind, die weniger können als normale Computer. Also Automaten sind, ich würde sagen, stellen Sie sich vor, mathematische Modelle, für, vielleicht nicht für Computer, sondern für bestimmte Klassen von Algorithmen. So könnte man das vielleicht besser verstehen. Und wir haben schon Beispiele gesehen. Wir haben einmal gesehen unsere RAM-Computer, mit denen wir uns die ganze Zeit in der Komplexitätstheorie beschäftigt haben. Dann haben wir diese komischen NRAM-Computer gesehen. Und ich habe eben schon mal erwähnt, obwohl wir sie noch nicht wirklich behandelt haben, es gibt die sogenannten Turing-Maschinen. Das ist aber ein Begriff, den man sowieso irgendwann mal gehört hat, wenn man sich mit Informatik beschäftigt. Das sind alles Beispiele für Typen von Automaten, die in der theoretischen Informatik betrachtet werden. Allerdings sind diese drei Beispiele welche, die wirklich ziemlich kompliziert schon sind und die Dinge beschreiben, die unseren echten Computern ziemlich nahe kommen, beziehungsweise sogar mehr können als unsere echten Computer, nämlich NRAM. Die Automaten, die wir uns zunächst anschauen werden, sind im Vergleich dazu ganz primitive Gesellen, die sehr, sehr wenig können. Und der Grund, warum wir uns die anschauen, ist nicht, weil wir die mit richtigen Computern vergleichen wollen, sondern wir wollen eher untersuchen, was denn da überhaupt rauskommen kann. Das eignet sich ganz gut, um zum Beispiel sogenannte formale Sprachen zu beschreiben. Und wir werden dann als Anwendung noch sehen, das schaffen wir auf jeden Fall noch, dass bei einer bestimmten ganz einfachen Klasse von Automaten die sogenannten regulären Ausdrücke rauskommen, die auch wiederum in der Praxis eine ziemliche Rolle spielen. Die werden Sie beim Programmieren vielleicht öfter mal sehen. Also unser erstes Thema, bevor wir überhaupt anfangen, über Automaten zu sprechen, werden wir feststellen, damit wir Automaten überhaupt vernünftig beschreiben können, müssen wir über Input und Output von solchen Automaten sprechen. Darum müssen wir am Anfang über sogenannte formale Sprachen sprechen. Und das ist, wie der Titel schon andeutet, ein recht formales, abstraktes Kapitel. Da geht es eigentlich hauptsächlich um Mathematik, also genauer gesagt um Mengenlehre. Also es geht darum, zu beschreiben, was eigentlich der typische Input für ein Computerprogramm ist mit mathematischen Methoden. Wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen. Am Anfang des Kapitels über Entscheidbarkeit haben wir so relativ vage versucht zu definieren, was eigentlich ein Computerproblem ist. Wir haben gesagt, man braucht so einen endlichen Zeichenvorrat und bestimmte Regeln darüber, was man überhaupt in den Computer reinfüttern kann. Und eigentlich greifen wir an dieser Stelle den Ball wieder auf und versuchen das ein bisschen genauer zu klären, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Input und Output von Computerprogrammen sprechen. Das ist das, was man formale Sprachen nennt. Und da zeige ich Ihnen vielleicht zuerst mal ein Beispiel. Ich schreibe mal ein ganz einfaches, ganz simples Java-Programm. Der einzige Sinn dieses Programms, was ich hier schreibe, ist, ich möchte irgendwas schreiben, was so kurz wie möglich ist, aber lang genug, damit ein Java-Compiler damit glücklich ist, damit man das überhaupt kompilieren kann. Und dafür muss ich ja erstmal eine Klasse haben und dann schreibe ich sowas wie die Main-Methode hin. So, dieses Programm macht überhaupt nichts, aber zumindest habe ich so die Dinge, die ein Java-Programm haben sollte. Ich habe meine Klasse, die Datei selbst heißt auch so. Und dann habe ich meine Main-Methode, die auch nichts macht, aber das müsste jetzt eigentlich der Compiler akzeptieren. Probieren wir das mal aus.
Wenn ich das jetzt kompiliere, dann macht er das. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Es gab keine Fehlermeldung, hat er gemacht. Das habe ich eigentlich nur gemacht, um Ihnen jetzt zu zeigen, was dann alles nicht mehr geht. Eine Möglichkeit ist, dass ich hier irgendwo im Programmcode einen Buchstaben einfüge, mit dem der Compiler nicht rechnet, beziehungsweise ihn ja nicht mag. Das ist bei Java gar nicht so einfach, weil Java von Anfang an so ausgelegt wurde, dass es relativ viele Zeichen erlaubt. Aber man kann natürlich, weil ich ja Unicode zur Verfügung habe, jetzt sowas machen wie, sagen wir mal, ich habe hier jetzt an der Stelle das mathematische Teilmengenzeichen eingefügt. Das ist ein reguläres Unicode-Zeichen, was man da hinschreiben kann. Jetzt speichere ich die Datei. Jetzt fragt mich mein Programm auch freundlicherweise, wie ich das kodieren möchte. Ich sage UTF-8. Und jetzt muss ich dem Java-Compiler natürlich auch fairerweise sagen, dass das eine UTF-8-Datei ist, sonst wäre das ja geschummelt. Also wenn ich das Ganze jetzt wieder kompilieren will, dann kann ich nicht einfach sowas sagen, sondern ich muss ihm jetzt sagen, das Ding ist kodiert als UTF-8. Und jetzt kompiliere das bitte. Und dann bekomme ich die Meldung, dass an der Stelle, da wo er jetzt das Fragezeichen hingemacht hat, hier hinter dem Wort Test, ein illegaler Charakter ist. Das ist auch das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Der Compiler hat das Programm gelesen, hat aber an einer bestimmten Stelle einen Buchstaben erkannt, den er nicht haben wollte. Und wenn wir jetzt gleich über formale Sprachen reden, dann können wir schon mal festhalten, wenn wir über legale oder illegale Inputs und Outputs reden, dann ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, man muss sich erstmal über die erlaubten Zeichen unterhalten. Bestimmte Zeichen sind erlaubt und bestimmte Zeichen sind nicht erlaubt. Das ist das, was wir gleich das Alphabet nennen werden. Also dieses Zeichen, was ich da eben hingemacht habe, das konnte der Compiler zwar lesen, aber es ist nicht erlaubt und darum sagt er, wenn wir mit unserer Terminologie später, wird er sagen, das, was hier jetzt in der Datei drin ist, ist eine Zeichenkette, die zu meiner formalen Sprache nicht dazugehört. Das ist eine Zeichenkette, die kein legales Java-Programm ergibt. Und zwar deswegen, weil da Zeichen sind, die ich von vornherein gar nicht als solche anerkenne. Das ist eine Möglichkeit, dass es schief geht, dass Zeichen drin sind, die gar nicht okay sind. Jetzt nehme ich das mal wieder weg. Es gibt aber noch eine ganz andere Möglichkeit, dass es schief geht. Und die kennen Sie natürlich auch alle. Sie haben sich vertippt. Und haben zum Beispiel hier, wo eigentlich Class mit Doppel-S stehen sollte, ein S vergessen. Und jetzt lassen Sie das Ganze nochmal kompilieren. Und dann sagt er Ihnen jetzt an dieser Stelle, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also er sagt jetzt, an dieser Stelle hätte ich was anderes haben wollen. Er ist sogar so hilfreich zu sagen, was. Also an dieser Stelle hätte entweder das oder das oder das stehen müssen. Keins von diesen drei Wörtern stand aber da. Darum ist das kein reguläres Java-Programm. Das ist eine andere Sorte Fehler als die vorherige. Bei dem vorherigen war es so, dass er sich die Datei angeguckt hat und hat gesagt, in dieser Datei wurden Zeichen benutzt, die ich gar nicht akzeptiere. Das lese ich gar nicht erst sozusagen. Und bei der zweiten sagt er, die Zeichen sind alle okay, aber es gibt bestimmte Regeln, nach denen Programme geformt sein müssen und diese Regeln wurden verletzt. Darum akzeptiere ich das nicht. Und diese beiden Zutaten sind alles, was man für eine formale Sprache braucht. Das ist das, womit wir uns jetzt gleich beschäftigen werden. Wenn wir erstens festlegen, welches sind die Zeichen, die erlaubt sind, das ist das sogenannte Alphabet, und wenn wir zweitens festlegen, nach welchen Regeln dürfen aus diesem Alphabet Zeichenketten gebildet werden, haben wir damit ganz simpel und schlicht und einfach eine Sprache definiert. Und man macht sich das dann sogar noch ein bisschen einfacher und sagt, die Menge aller erlaubten Zeichenketten ist die Sprache. In diesem Fall würde man zum Beispiel sagen, die Menge aller Textdateien, die reguläre, erlaubte Java-Programme sind, die von einem Compiler akzeptiert werden, ist in diesem Fall die Sprache. Also, ich wiederhole nochmal, die Zutaten, die wir brauchen, sind eigentlich zwei Dinge. Erlaubte Zeichen, das ist das, was wir dann das Alphabet nennen werden. Und die zweite Zutat, die wir brauchen, ist, naja, sowas wie Regeln. Regeln, nach denen aus den erlaubten Zeichenketten gebildet werden können.
Und das wird bei uns später sein, die Menge aller erlaubten Zeichenketten. Und diese Menge aller erlaubten Zeichenketten werden wir einfach die Sprache nennen. Ja, also wir werden anfangen mit einem sogenannten Alphabet. Und eine Sprache ist nichts weiter als, jede Sprache ist anders, aber eine Sprache ist eine bestimmte Menge von Zeichenketten, die man mit diesem Alphabet bilden kann. Zum Beispiel Zeichenketten aller Unicode-Zeichen oder eine Teilmenge der Unicode-Zeichen. Und die Menge ist die Menge aller Zeichenketten, die ein erlaubtes Java-Programm sind. So, und das Ganze machen wir jetzt einfach noch ein bisschen formaler, heißt ja auch formale Sprachen. Also jetzt kommen die eigentlichen Definitionen. Ein Alphabet ist irgendeine Menge, zwei Einschränkungen. Die Menge soll nicht leer sein, denn da sollen ja irgendwelche Zeichen drin sein. Also ein Alphabet ist eine Menge von Zeichen und wenn sie leer wäre, das wäre langweilig. Also es ist irgendeine nicht leere, endliche Menge. Für uns eigentlich völlig klar, Alphabete können sehr groß sein. Unicode hat viele tausend Zeichen. Das Alphabet, was wir normalerweise kennen, das Lateinische, hat nur 26. Aber eigentlich ist uns allen immer klar, dass ein Alphabet nur endlich viele Zeichen hat. Aber man muss es ja zumindest mal gesagt haben. Also ein Alphabet ist irgendeine Menge mit den beiden Einschränkungen. Sie ist nicht leer und sie ist endlich. Es ist irgendeine nicht leere, endliche Menge. Und das ist jetzt wieder so allgemein wie nur möglich. Wir werden gleich sehen, dass wir typischerweise einfach uns ganz simple Mengen von zum Beispiel Buchstaben anschauen, aber wir wollen es erstmal möglichst allgemein formuliert haben. Jede Menge, die nicht gerade leer ist oder unendlich, lassen wir prinzipiell als Alphabet zu. Typisches Zeichen muss nicht das Zeichen sein, was man nimmt, aber das typische Zeichen für Alphabete ist das große Sigma. Also meistens nimmt man sowas hier als Zeichen für ein Alphabet. Und die Elemente des Alphabetes, die nennt man dann, ich habe den Begriff jetzt ja schon ein paar Mal benutzt, Zeichen oder man nennt sie Symbole. Die Elemente von einem Alphabet nennt man Zeichen oder Symbole. So, und Beispiele dafür. Ich hatte eben schon ein paar gesagt. Ein Beispiel ist das hier, die Menge A, B, C und so weiter bis Z. Diese Menge hat 26 Elemente und die Zeichen sind in diesem Fall die großen Buchstaben von A bis Z. Da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. Ich versuche das auch immer im Skript und auf Aufgabenzetteln typografisch deutlich zu machen. Buchstaben werden ja in der Mathematik und Informatik unterschiedlich eingesetzt. Einmal zum Beispiel als Variablenzeichen. Zum Beispiel kann der Buchstabe A für irgendeine andere Menge oder irgendwas stehen. Und einmal als Zeichen für sich. Und in solchen Zusammenhängen wie hier ist damit das Zeichen an sich gemeint. Also das erste Element dieser Menge soll das Zeichen A sein und nicht die Variable A, die eventuell für irgendwas anderes steht. Darum, wie gesagt, versuche ich das typografisch so ein bisschen abzusetzen und nehme in solchen Zusammenhängen meistens so einen Schreibmaschinenfont, um klarzumachen, dass hiermit wirklich das Zeichen A und so weiter gemeint ist. Also dies ist gemeint, eine Menge mit 26 Elementen mit den Buchstaben A bis Z. Oder ein anderes Beispiel für ein Alphabet, besonders beliebt bei Computern, ist das Alphabet, was nur aus zwei Zeichen besteht, 0 und 1. Das ist das sogenannte Boolesche Alphabet. Das werden wir sehr häufig benutzen, darum geben wir dem schon mal einen Namen. Dafür werden wir in Zukunft schreiben Sigma Bool. So, Sigma unten mit dieser Zeichenkette Bool dran. Damit ist gemeint die Menge, die nur aus den beiden Zeichen 0 und 1 besteht, oder von mir aus auch aus den beiden Zahlen 0 und 1. Aber wir werden die gleich behandeln wie Zeichen.
Das ist ein Beispiel. Ein anderes wäre die Menge aller Unicode-Zeichen. Das ist auch ein Alphabet, ziemlich groß, aber ist auch ein Alphabet. Ist das hier ein Alphabet? Die Menge der natürlichen Zahlen? Genau, das ist kein Alphabet, weil es ja nicht endlich ist. Ne? Aber ich kann mir natürlich irgendeinen Jokus ausdenken, der dann nach unserer rein technischen Definition ein Alphabet ist. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, diese Menge hier, in der die Zahl 42 drin ist, die Zahl Pi und dann noch das Polynom x² plus 3x, das ist ein Alphabet, weil es eine endliche Menge ist, die nicht leer ist. Dass man mit diesem Alphabet dann später nichts anfangen kann, ist uns schon klar, aber so als einfache Schreibweise könnte man erstmal sagen, ist okay. Ja? Das Zeichen Pi oder die Zahl Pi? Weil theoretisch kann man ja auch die Zahl Pi nehmen, aber die ist ja wieder unendlich. Also darf ich ein Zeichen haben, das unendlich ist? Nee, Moment. Die Zahl Pi ist nicht unendlich. Die Zahl Pi ist eine konkrete Zahl, die eine unendliche Dezimaldarstellung hat. Aber die Zahl Pi selbst ist ein konkretes mathematisches Objekt. Und in dem Moment, wo ich das in diese Menge reinstecke, ist es nur ein Element. Aber wenn Sie wollen, kann ich Folgendes machen. Ich nehme die Zahl Pi hier weg und schreibe das hier rein. Das ist ein Alphabet. Denn die Menge n selbst ist unendlich groß, aber in diesem Alphabet selbst ist die Menge ja nur eins von drei Elementen. Und was das Ding selbst ist, ist völlig egal. In dem Moment, wo ich es hier reinstecke, wird es zu einem der drei Symbole. Und was da drin steckt, interessiert mich gar nicht. Ja? Aber das ist natürlich werden wir später nicht mit solchen Alphabeten arbeiten. Aber rein technisch gesehen ist das ein Alphabet, weil es eine Menge mit drei Elementen ist. Darum ist es ein Alphabet. Aber sowas wie hier oben, mit sowas werden wir arbeiten. Menge aller lateinischen Buchstaben, Menge der, die nur aus 0 und 1 besteht, Menge aller Unicode-Zeichen, das sind typische Alphabete für die Informatik. Und an der Stelle können Sie sich auch mal probieren. Ich habe hier ein paar Mengen hingeschrieben. Und zum Beispiel sowas hier, Beginn und End, ich habe ja schon, hatte ich ja schon gesagt, so einen Schreibmaschinenzeichensatz genommen. Damit ist gemeint, das Wort Beginn als ein einziges Objekt. Ja? Und Sie sollen jeweils sagen, welches von denen, nach dem, was wir eben definiert hatten, ein Alphabet ist und was nicht. Ja, teilweise sind das natürlich Mengen, die ich hier absichtlich so ein bisschen zu verwirren hingeschrieben habe. Eigentlich gibt es da gar nicht viel zu beachten. Die einzigen Ausschlusskriterien sind, die Menge ist leer, darum ist das hier kein Alphabet, oder die Menge ist unendlich. Und so war das Punkt, Punkt, Punkt ja gemeint. 1a, 2a, 3a, 4a und immer so weiter. Das ist auch kein Alphabet. Alle anderen Mengen, die hier stehen, sind Alphabet. Es ist völlig egal, was da drin steht. Wichtig ist nur, die Anzahl der Elemente ist weder 0 noch unendlich. Dieses Ding hat ein Element, dieses Ding hat drei Elemente, dies hat drei und dies hat drei. Was da im Endeffekt drin steht, völlig egal. Das sind alles Alphabete.